Leute, grüßt euch zum neuen Video. Heute habe ich was extrem Interessantes für euch. Und zwar habe ich hier eine Thermalkamera, also eine Wärmebildkamera. Dabei handelt es sich um die Infiray P2 Pro mit Makrolinse. Und das werden wir uns gleich alles ganz genau angucken. Leute, für alle, die bisher eine Wärmebildkamera noch nicht gekauft haben, für die ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt gekommen, denn diese kleinen Handykameras, die man einfach unten an den USB-Slot des Handys anschließt oder auch Tablet könnt ihr auch nehmen, es muss halt nur ein Android-Gerät sein. Es wird allerdings von diesem Unternehmen auch bald ein Apple-Gerät kommen, also für Apple iOS-fähig, was ihr dann ans iPhone hängen könnt, kommt demnächst, weiß noch nicht wann, aber jetzt gibt es erstmal dieses Android-fähige System. Mit einer Auflösung von 256 x 192 Pixeln, was dann 49.152 Pixeln entspricht. Und wer sich schon mal mit Wärmebildkameras auseinandergesetzt hat, der weiß, dass das wirklich eine enorm hohe Auflösung ist. Wir werden uns das gleich auch nochmal alles angucken. Ja, ihr könnt sowas natürlich verwenden, um mal euer Haus zu überprüfen. Die Isolierung, die Fußbodenheizung, Wasserleitungen, vielleicht auch Lecks in Leitungen kann man damit überprüfen. Ihr könnt sonstige Fehlersuchen machen bei elektrischen Geräten. Wir werden gleich einiges mal ausprobieren. Ihr könnt zum Beispiel auch im Kfz-Bereich Motorteile überprüfen, wo es heiß wird, ob irgendwie der Kühlkreislauf funktioniert oder so. Wie gesagt, wir werden da gleich einiges ausprobieren. Die Bildwiederholfrequenz ist mit 25 Hertz angesiedelt und die Kamera zeigt uns Temperaturen von minus 20 bis plus 550 Grad an. Könnt euch dazu eine kostenlose App runterladen. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir sie uns erstmal physikalisch an. So sieht das Ganze dann geöffnet aus. Ich bin mir sicher, viele haben mit wesentlich größeren Modulen hier gerechnet. Kommen wir erstmal zur Kamera. Die ist wirklich nur so klein. Schaut mal meinen Finger daneben. Also die ist gerade mal zwei Finger breit, würde ich sagen. Wiegt nur 9 Gramm, hat ein Vollmetallgehäuse, ist komplett aus Metall gefertigt und hat hier vorne diese Wahnsinns-FLIR-Optik mit drauf. Und wie gesagt, könnt ihr das in den USB-C-Anschluss eures Handys anschließen. Ihr habt sogar ein USB-Kabel mit dabei. Ihr könnt das Ganze theoretisch auch verlängern und wahrscheinlich sogar über einen Laptop auch verwenden. Bin da aber nicht ganz sicher, aber irgendwann wird diese Option sicherlich dann auch kommen. So ein kleines Säckchen ist noch mit dabei, wo ihr das Ganze dann reintun könnt. Und hier noch einiges an Informationsmaterial. So eine kleine Bedienungsanleitung ist auch mit dabei. Aber letztendlich ist es einstecken, die App anmachen und dann Try and Error und dann wird das Ganze schon funktionieren. Und dazu gibt es dann jetzt im Bundle diese kleine Makrolinse, die könnt ihr magnetisch davor setzen, also bietet das Metallgehäuse hier gleich zwei Vorteile, nämlich einmal, dass das magnetisch dann auch hält und zum anderen, dass das natürlich extrem robust ist. Ich kann die hier mal rausnehmen, die Kamera, die ist wirklich mini, schaut euch das mal an. Ihr solltet natürlich hier nicht vorne auf die Optik drauf fassen, dann müsst ihr da irgendwie ein Mikrofasertuch mit dabei haben oder was, vielleicht ist da sogar eins dabei, nee, ist jetzt keins dabei. Aber sowas ist nicht teuer, kann ich euch mal unten verlinken. Das solltet ihr auf jeden Fall dazu benutzen, um die Optik dann vorher nochmal sauber zu wischen. Und schaut euch echt mal an, wie kompakt das Ganze hier gestaltet ist. Und wiegen tut das wirklich überhaupt nichts. Ich bin echt gespannt auf die Aufnahmen. Gucken wir uns erstmal noch diese Makro-Geschichte an hier, diese Makro-Vorsatz. Der ist hier nochmal mit so einer Kappe drauf. Und ansonsten wird das hier einfach dann auf diese Kamera draufgeklickt. So sieht das Ganze aus. Dürfte natürlich nicht großartig gegenkommen, aber gut, das hält jetzt ganz schön fest. Wenn ich das jetzt hier, ich will das jetzt nicht zu dolle machen, aber wenn das so ein bisschen hinfällt, dann bleibt das auf jeden Fall an Ort und Stelle. Aber ihr solltet da natürlich dann, wenn ihr im Wald unterwegs seid, zum Beispiel Tiere beobachtet, das kann man natürlich damit auch machen, dann irgendwie nachts mal durch den Wald gehen und mal gucken, was da so los ist. Ich war ja teilweise auch schon auf Geisterjagd mit Wärmebildkameras und EMF-Gerät. Wer diese Videos verpasst hat, die sind unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt, ist also auch super interessant. Und wir werden nachher nochmal gucken im weiteren Verlauf dieses Videos, ob wir irgendwie Tiere damit erwischen oder ob wir zumindest mal ein paar Aufnahmen in freier Natur damit machen können.
So, was ihr hier zum einen machen könnt, ist das Handy zu nehmen. Das ist ein Doji-Handy. Ich habe dazu auch ein Video gemacht. Verlinke ich euch auch mal unten. Vielleicht ist das ja für euch auch interessant. Das ist so ein Rough Phone, ist also für Outdoor auch geeignet. Und da könnt ihr das Ganze zum Beispiel auch über diese USB-Verlängerung anschließen und dann wird das darüber über Strom versorgt. Und wenn ihr euch dann da die App runterladet, dann könnt ihr das Ganze auch so verwenden, indem ihr das dann hier in der Hand haltet und in der anderen Hand zum Beispiel das Telefon haltet. Dann ist das vielleicht noch mal etwas bequemer, vor allen Dingen, wenn man dann vielleicht irgendwo reinleuchten möchte, um da irgendwelche Lecks oder irgendwas im Motorraum, kann ich mir sowas gut vorstellen, wo man dann eben das Display außerhalb haben möchte, dann kann man das sicherlich so sehr gut verwenden. Wir können das natürlich auch ganz normal hier unten einstöpseln. Muss mal gucken, ob ich das jetzt hier mit einer Hand herausbekomme. Und dann können wir das hier unten in den USB-Slot einstecken und dann könnt ihr das auch so verwenden, indem ihr das ganz einfach so nach vorne haltet und dann eben am Display ablest. Das wollen wir jetzt mal probieren. So, Kamera-App habe ich installiert. Das nennt sich P2 Pro, müsst ihr suchen im App Store und dann bekommt ihr die App und dann ladet ihr die runter und dann könnt ihr die Kamera hier unten einstecken oder wie ich das euch vorhin gezeigt habe, mit dem Kabel verbinden und dann habt ihr auch hier schon die Möglichkeit, direkte Thermalbilder euch abzurufen und ihr seht hier in der Mitte steht dann auch die Temperatur und er macht auch weitere Temperaturunterschiede. Also oben ist das jetzt angezeigt mit 15, noch was Grad. Also überall, wo er etwas wahrnimmt, was vielleicht anders temperiert ist, dann zeigt er euch die aktuellen Temperaturen an. Das kann man alles noch etwas genauer machen. Ihr könnt natürlich hier unten auch dann gleich ein Foto machen davon und das Ganze in der Galerie dann abspeichern. Ihr könnt ein Video davon anfertigen, wenn ihr zum Beispiel für den Hausbau oder irgendetwas braucht, wenn die Fenster undicht sein sollten oder sowas, dann kann man das natürlich darüber machen. Ihr habt Bild-in-Bild-Funktion. Das ist diese Funktion hier oben. Die werde ich jetzt einmal einschalten. So. Und dann seht ihr auch das Klarbild, also von der Handykamera jetzt aufgenommen. Und unten seht ihr dann das Thermalbild dazu. Und auch das könnt ihr dann aufnehmen oder als Video speichern, je nachdem, so wie ihr das haben möchtet, damit ihr das dann später auch zuordnen könnt. Was war denn das jetzt eigentlich? Ne, das ist natürlich auch mal ganz wichtig. Vielleicht erkennt man das auf dem Thermalbild gar nicht. Und dann kann man das, wie gesagt, hier prima dazu schalten. Ihr könnt eine Kalibrierung vornehmen, dann rabbelt er sich nochmal neu und kalibriert das alles nochmal neu, sodass ihr hier bessere Werte anzeigen könnt. Und ihr habt hier die Möglichkeit, in diesem Nebenmenü eben hier noch verschiedene Einstellungen vorzunehmen. Zum Beispiel könnt ihr hier sagen, was ihr für Oberfläche abscannen möchtet, also zum Beispiel Glas oder Holz oder sonst irgendetwas, wie die Umgebungstemperatur ist und wie weit ihr vom Objekt entfernt seid. Und dann bekommt ihr wirklich haarkleine Werte angezeigt, wirklich extrem genau. Und so könnt ihr das dann noch besser auswerten, wenn irgendwo ein Temperaturunterschied besteht. Ihr könnt euch einen Alarm geben lassen, wenn irgendwie ein, was weiß ich, irgendwie was zu heiß läuft oder sowas, was ihr ständig beobachtet, dann kann ein Alarm ausgegeben werden. Ihr seht, ich habe jetzt hier so einen Stift auf den Tisch gelegt und wenn ich den jetzt einmal hier abscanne und ganz nah dran gehe, dann seht ihr, dass das Ganze so ein bisschen unscharf ist. Dafür haben wir die Makrolinse. Hier habe ich jetzt einmal draufgesteckt und ihr seht, wie nah ich an das Objekt jetzt rangehen kann. Ist jetzt natürlich ein bisschen uninteressant, ist ja letztendlich kalt das Ganze. Aber ihr seht, ich kann im Makrobereich wirklich deutlich besser auflösen. So, jetzt bin ich hier mal direkt an diesem Blumenblatt dran und dann könnt ihr wirklich verschiedene Unterschiede dann auch sehen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze hier nochmal umzustellen in verschiedene Bereiche. Das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, verschiedene Farbspektren dann auszuwählen. Unter anderem auch Schwarz-Weiß ist vielleicht auch für Night Vision ganz okay. Jetzt müssen wir natürlich hier einmal, hier die Makrolinse wieder wegnehmen, sonst sehen wir hier gar nichts. Und ihr seht, das ist jetzt halt dieser Schwarz-Weiß-Bereich, wie man den ansonsten vielleicht auch von Wildkameras her kennt, ist also auf jeden Fall ganz interessant, damit so ein bisschen herumzuspielen. So, jetzt haben wir uns die ganze Zeit eine Blume angeguckt. Ich lege jetzt hier mal meine Hand einfach mal auf diese Holzoberfläche. Und ihr seht jetzt hier im Gerät, wenn ich das Ganze hier einmal abscanne, dass innerhalb von wenigen Sekunden das Holz, die Tischplatte hier, die Handwärme aufgenommen hat. Und da, wo das Handy eben gelegen hat, da ist auch ein bisschen Wärme
zu spüren. Also könnt ihr theoretisch sogar auf Spurensuche gehen und sagen, na ja, mal gucken, ob da eben vor kurzem irgendjemand an meinem Plätzchen gesessen hat. Es ist also wirklich interessant, was diese Geräte und vor allen Dingen auch mit dieser Auflösung hier, was damit heutzutage alles so möglich ist. Ich filme das jetzt hier natürlich vom Display ab. Ist natürlich nicht ganz so scharf, wie ihr das sonst seht. Also wenn ihr da live drauf guckt, ist das nochmal wesentlich schärfer, das Ganze. So, dann können wir das Ganze mal an einem 3D-Drucker testen. Da haben wir so ein Heizbett mit drauf, wo wir drauf drucken. Und das muss natürlich vorgewärmt werden. Und da habe ich jetzt schon mal eingestellt, dass er jetzt das Bett aufwärmen soll. Und wir können dann hier auf diesem Handy beobachten, wie das Ganze funktioniert und ob es überhaupt funktioniert. Und so könnt ihr dann zum Beispiel auch, jetzt wird es ganz deutlich, schaut euch das mal an. Und da seht ihr auch die Temperaturunterschiede, die werden jetzt hier ganz deutlich angezeigt. Heizt von der Mitte her. Und so könnt ihr dann auch elektrische Geräte halt überprüfen, ob irgendwo dann irgendwas zu heiß wird. Ihr seht, jetzt haben wir hier 25 Grad Temperatur und er zeigt mir hier tatsächlich 26 Grad an, 26,7 Grad. Jetzt sind wir hier bei 27, 28 Grad. Auch das zeigt unsere Thermalkamera an. Also scheint sich das hier auch zu decken. Hier schauen wir uns das Ganze nochmal bei einem laufenden 3D-Drucker an. Also wirklich super interessant das Ganze. Hier unter ist das Netzteil. Auch das strahlt ein bisschen Wärme logischerweise ab. Und auch hier im Hotend sehen wir, dass es da heiße Teile gibt. Und selbst das, was er gerade ausdruckt, ist hier dann auch warm, sage ich mal. Und hier auch die Motorelektronik hinten, wo die Schrittmotoren sind, die das Ganze hin und her bewegen, werden dann als warm logischerweise wahrgenommen. Und so könnt ihr dann jederzeit überprüfen, ob euer 3D-Drucker funktioniert. Und na gut, man kann auch gegenfassen, dann merkt man auch, ob es warm ist. Aber so sieht man eben die Oberflächentemperaturen, die jetzt hier mit 53, 54 Grad angegeben sind. Das wird wirklich der Wärme hier auch entsprechen und da, wo es eben dann draufdruckt, da sollen eigentlich 60 Grad herrschen. Also wirklich eine interessante Sache und schaut euch wirklich mal hier diese Auflösung an. Das ist doch wirklich genial. Ja, schaut mal, was man hier sieht. Da habe ich so ein Echo Show stehen und da seht ihr, dass der auch Wärme ausstrahlt. Wenn wir uns das jetzt hier mal original angucken, dann sieht das eben so auf der Kommode aus. Alles andere ist kalt und das Elektrogerät, welches in Betrieb ist, hat natürlich Temperatur, weil überall da, wo ein Netzteil drin ist, entsteht natürlich auch Wärme. Gucken wir mal ans Fenster. Da ist es eben auch dann sehr, sehr interessant, ob da irgendetwas durchkommt. Ihr könnt damit dann die Dichtungen kontrollieren und könnt dann eventuell noch einen anderen Farbraum wählen dafür. Ihr seht mich jetzt hier in der Scheibe und das Handy spiegelt sich in der Scheibe. Und ansonsten scheint hier alles dicht zu sein. Macht natürlich nur Sinn, wenn es außen wesentlich kälter oder innen wesentlich kälter ist als draußen. Und ihr seht, die Scheibe hat jetzt eine Temperatur von 13, 14 Grad und unten der Rahmen ist etwas wärmer. Aber theoretisch könnt ihr dann sehen, da wo die Dichtung ist, das ist eben dieses Blaue hier, da kommt ein bisschen Temperatur dann durch. Da ist nämlich eine deutlich kältere Stelle, auch wenn das jetzt nicht wirklich so extrem ist, weil die Dichtungen hier recht neu sind. Ja, so sieht das Ganze dann so in Live-Bild aus. Also so sieht die Fensterdichtung aus und ihr seht, dass da, wo die Fensterdichtung war, hatten wir dann wirklich etwas mehr Blau und da war es dann etwas kälter, weil es draußen eben auch von mir aus jetzt 10 Grad hat oder was. Aber besser seht ihr natürlich den Unterschied, wenn es draußen richtig kalt ist oder wenn es drin richtig heiß ist. Und dann, wenn ihr von draußen dann drauf scannt, dann seht ihr die Temperaturunterschiede und dann könnt ihr damit Wärmebrücken ausmachen und somit natürlich Schimmelbildung oder Heizen für draußen einfach dann vorbeugen. So, auch am Fahrzeug, wie ich schon gesagt habe, ist es natürlich möglich, dann verschiedene Wärmequellen zu realisieren oder wahrzunehmen. Und dann könnt ihr sehen, wo am Motor das Ganze dann warm wird oder nicht, ob der Regelkreislauf aufmacht, also die ganze Kühlung funktioniert, wo eventuelle Wärmebrücken sind, auch bei den elektrischen Anschlüssen etc. Der Motor, der ist jetzt recht warm und ihr seht aber hier in dem Bereich können wir das Ganze natürlich noch abstufen in verschiedene Farben und Paletten und dann können wir dann das Ganze noch genauer auf jeden Fall untersuchen.
So Leute, wir wollten ja eh noch spazieren gehen mit der Kamera. Ich habe jetzt den Motor mal kurz warm gefahren, ein bisschen rausgefahren in den Wald. Da gehen wir auch gleich nochmal gucken. Und ihr seht jetzt, wie heiß der Motor ist und wie sich das dann unterscheidet. Vorhin war das ja alles eigentlich die gleiche Farbe. Und jetzt kristallisieren sich hier eben die heißen Teile deutlich raus. Und ihr seht auch, wie die Temperaturunterschiede hier gewertet werden und wie das alles hier dann beschriftet ist. Und so kann man dann, wie gesagt, dann auch rausbekommen, ob hier Kühlkreislauf etc. alles gut funktioniert. Aber jetzt gucken wir mal, wie das hier in der Natur aussieht. Hier ist auf jeden Fall ein Weg und ihr seht, die Bäume sind deutlich wärmer als zum Beispiel der Himmel oben. Und so sieht es dann in der freien Wildbahn aus. Wir gehen jetzt noch mal ein bisschen rein in den Wald und gucken mal, ob wir irgendwo vielleicht sogar ein Tier erwischen. So, also das ist hier recht interessant schon mal, dass die Straße jetzt auch wieder hier deutlich wärmer ist. So sieht es dann in echt aus. Da hinten fährt ein Fahrradfahrer. Kann man vielleicht noch ganz schwach erkennen. Wenn ich jetzt hier mal runtergehe auf meine Füße, dann seht ihr, ich bin ein Warmblut. Das ist alles deutlich wärmer. So, man wundert sich, dass die Bäume tatsächlich wesentlich wärmer sind als die Umgebung. Man denkt immer, ach, so ein Baum ist eigentlich recht kalt, aber schaut euch mal hier die Temperaturzahlen an. Irgendwie 8 oder 9 Grad ungefähr. Also es ist schon deutlich kalt heute. So, also Tiere sind alle hier geflohen. Die haben alle Reißaus genommen. Kann man gucken, ob irgendwie noch irgendwo eine Kuh irgendwo steht oder irgendetwas. Dann halte ich noch mal an und dann werde ich das kurz vor dem Abspann noch mal mit reinschneiden. Aber ansonsten war es das jetzt hier erstmal von der Vorstellung von dieser kleinen Minikamera. Ein wirklich tolles Teil der Technik, wie ich meine. Und ich denke, das wird auf jeden Fall auch sehr, sehr viele Abnehmer finden. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen beantwortet hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Hier ist er, der Daumen. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet und sage bis dahin.